Ah, Digga, wahrscheinlich kann man da nicht ausweichen. So. Uff, schöner Gegner, gefällt mir doch sehr hier, muss man auch sagen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Immortals Fenyx Rising auf dem PC, Folge 47. Und hier waren wir letztes Mal stehen geblieben, hier geht's weiter. Wir haben die Medaille des Herakles jetzt bekommen, muss man auch sagen. So, zack, zack, zack. Ja, das passt soweit, ja, alles ganz gut. Hier haben wir nochmal einen neuen Look. Nee. Okay, da ist er, haben wir ja schon alles gehabt. Wir machen daher weiter mit den nächsten Aufgäbchen, ne? Was haben wir hier? Haben wir, ne? Hier ist zum Beispiel noch ein Kessel. Was weiß ich, was das ist? Hier haben wir noch eine Aufgabe. Einer von Apollons magischen Steinen. Und hier hätten wir dann den vierten Gott schon, ne? Okay, ja. Haben wir die eigentlich schon mal gemacht? Ich glaube nicht. Haben wir auf jeden Fall noch einiges zu tun. Würde ich sagen. Wir können doch gleich mal das hier machen. Warum auch nicht? Wenn es schon in der Nähe ist, dann können wir das ja auch mitnehmen. Genau. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie gucken, wie wir hier hochkommen. Nichts als Nebel. Sieh genau hin. Fenyx spürte, dass der Nebel weitere Geheimnisse der Mäuren unter den Klippen verbarg. Ja, wenn du das sagst, dann... Ist das so? Hallo? Ich... muss da hoch. Na gut. Machen wir weiter. Ich bin sehr gespannt. Und nochmal wieder auf den letzten Gott. Diese ganzen Dialoge sind ja eigentlich auch immer ganz lustig. Aber da diese Herausforderung eher auf dem Weg liegt. Aua, das war zu doll. Oh, ho, ho. Dachte ich mir, passt. Machen wir mal. So. Alles klar. Los geht's. Jawohl. Zack, 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 zack. Da oben, denke ich mal, wa? Ah, scheiß drauf, ganz nach oben. Los, los, los. Wir wollen die magischen Steine. Ja, hallo. Gegner, lassen wir dich in Ruhe. Nö. Boah, Schwein ihr habt, du. Aber du nicht. Ah, ab da ein Glück. Meine Güte, na dann lasse ich euch mal am Leben. Boah, ich verdiene, ey. Wahnsinn! So! Ah, ein Questbereich für die jeweiligen Steine. Hallo! Tja, belastend. Na? Was für eine Schwachmate. Genau der Sound, den ich hören will. So. Wie das war's. Eins von drei. Offenbar haben wir den Stein. Lol oder so? Ich weiß ja nicht. War das dieser Gegner oder wie sieht das aus? Ich habe es jetzt gerade nicht mitbekommen, wann ich den Stein bekommen habe.
Ja, aber, ne, also, scheinbar hat er ihn ja genommen. Demnach, tschüss. Ich habe gar nichts gemacht. Oh, hallo. Das war aber noch eine Quest. Hallo. Was haben wir denn da? Ja, also. Okay. Hier haben wir was. So, muss ich das Ganze irgendwie... Ach so. Jetzt bräuchte ich natürlich mal was, ne? Jetzt bräuchte ich natürlich was Leichtes. Das ist aber gerade gar kein Problem. Jawohl. Da haben wir uns erleichtert. Ah. Ja, wahrscheinlich krieg ich den Damage, Alter. So, ich hoffe mal, dass der hier reicht. Natürlich nicht. Den anderen nehmen wir auch noch mit. Machen wir es auf die safe Art. Ja gut, so geht's natürlich auch. Das ist dann noch besser. Den habe ich natürlich mal wieder nicht gesehen. Dann macht sogar noch ein bisschen mehr Sinn. Dankeschön. Auf geht's. Und ein Riss. Mal wieder, wer kennt's nicht? Runter da! Die nächste Aufgabe wartet auf uns. Das sah eher nach einer Bruchlandung aus. Arena der Stärke. 2 von 3. Das ist aber auch wieder direkt eine Kampfarena. Nicer Scheiß, du. Da ist ja sogar wieder der Ausgang. Naja. Zack! Los! Hallo? Oder ist das hier... Hallo. Hallo. Angenehm. Hallo. Digga, aber treff doch nicht gleich. Wow.
Ja, Digga, was wollt ihr machen? Verpisst euch mal. Ja, macht euch selbst fertig. Easy. Finde ich super. Nehme ich. Ui, Wahnsinn. Dafür kriegst du den, Alter. Dritte Welle. Ey, ich bin doch rausgewichen. Du Spaß. Ja, Digga, was willst du? Oh. Jawohl, macht euch platt. Feier ich ab, Alter. Oh. Das wär's dann. Aber hallo. Ich wollte doch hier nochmal was mitnehmen. Was haben wir denn da? Hier ist der Blitz. Das ist das Ende. Natürlich wollen wir noch ein bisschen was Besseres haben. Geben wir uns nicht mehr zufrieden. Zack. Au. Ah ja, okay, cool. Naja. Wer was will, der muss auch blechen hier, wa? Dann halt den leichten. Oh. Nicht angreifen, aber egal. Egal, einfach weg damit. Ja, weg damit. Jawohl. Was haben wir denn noch? Was war jetzt mit dir? Geben Sie mir das extra, das kleine bisschen extra muss auch sein. Geschmolzenes Fragment. So, ich glaube, viel mehr gibt es hier nicht zu holen. Wir haben soweit alles hier jetzt. Dann haben wir wieder einen Blitz mehr. Das ist sehr, sehr schön. So, fertig. Da ist er. Patz. Okay, wunderbar. Dann mal weiter im Programm. So, was haben wir hier? Hallöchen. Was hast du jetzt gemacht?
Na dann. So, zack. Und dann können wir doch gleich, ne, wobei wir ja... Ah ja, genau, hier. Hephaistos ist das dann. Wer bist du? Die Statue des Meisters der Schmiede erhob sich über einem staubigen Land voller Trümmer. Was verbarg sich hinter seinem wohlwollenden Blick? Eine postapokalyptische Hadeslandschaft. Da konnte die Region um Hephaistos Statue. Ah, ich sehe einen Berg. Und ich sehe erst hoch und da müssen wir jetzt rüber. Und das gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Weil wir leider immer noch eine relativ lahme Schnecke sind hier, ey. Beziehungsweise da oben. Die Schmiedelande. Das hier ist jetzt also quasi das neue Gebiet. Da sehen wir gleich auch wieder einen neuen Gegner und eine Quest. Die nehmen wir dann auf dem Weg natürlich auch nochmal ganz gerne mit. Ist das ein Gegner? Alter Scheiße, was ist das denn? Für ein krankes Ding. Ein Roboter. Yo, what? Ja! Ja, okay. Naja, Meister der Schmiede, wie war das? Ja, okay. Alter, diese Doppelangriffe muss man ja immer dran gewöhnen. Wow, der macht Damage. Ist ein Gegner. Mensch, was für eine Begrüßung. Ah, Digga, wahrscheinlich kann man da nicht ausweichen. So. Uff, schöne Gegner. Gefällt mir doch sehr hier, muss man auch sagen. Cooler Typ. Das Land der Roboter, ja. Ist ja. Ach, ja. Na gut, alles klar. So. Wollen wir mal ganz kurz rein. Was haben wir denn da? Hallo. Geht's hier rein? Einbau aktuell nicht. Okay. Mal kurz gucken hier. Oh. Oh. Löchen. Auf jeden Fall was. Ausdauerverbesserung verfügbar. Ja. Sehr schön. Ah. Ja. Kein Problem. Das ist noch ein bisschen befallen. Hier kann man verstehen. Da kümmern wir uns drum. Ah. Hallo. Du musst irgendwo hin. Und... Ah. Na, sieh mal einer an. Da haben wir doch ein paar interessante Sachen. Zack. Ah, ja. Und da drin ist jetzt safe die Schaltung.
Ja. Zack. Okay, warte mal. Da oben habe ich noch was gesehen, ja. Aber ist das hier jetzt ausgelöst? Ja, alles klar. Na dann. Hier ist noch eine Schaltfläche. Okay. Aha. Die Frage ist dann halt, wo das zweite Teil ist. Ah. Ah, da oben. Haha. So sieht man's doch. Machen wir noch kurz fertig die Folge hier. Komm. So, da ganz oben ist das, ja. Ach, da muss ich jetzt hoch. Das müssen wir natürlich holen. Dann plündern wir nochmal kurz die Truhe. Dann machen wir nächste Folge dann mit der Statue hoffentlich weiter, wenn sich nichts weiteres in den Weg stellt, was wir hier noch ganz gerne auf dem Weg immer mitnehmen, ne? So. So. Mitnehmen. Ah. Naja, ist ja egal. Zack. Nice. Okay. Okay. So, ich glaube, das ist auch alles. Hier gibt's ja nichts. Was war das da? Neue Ausrüstung. Interessant. Damit war's das für die Folge. In der nächsten Folge geht es weiter. Mit dem nächsten Ding. Gucken wir mal, was hier so ist. Hier leuchtet ja auch schon wieder ein bisschen was. Wird sicherlich lustig. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.